Hier spricht Ostra, das ist wieder Darkest Dungeon in der Monat der Helden-Edition. Wir nehmen es mit dem Propheten auf. Die Gruppe, die ich im letzten Mal schon angekündigt habe, mit Wirmnax? Ist es nicht Hadorn? Frankenstein, Vico und unserem Antiquar, wo ich den Namen toll fand und den schon wieder vergessen habe, wird sich dem Propheten annehmen. Ich hoffe, wir können die zwei... Ist er nur ein groß oder zwei groß? Wenn er zwei groß ist, ist es okay. Wenn er nur einen Platz groß ist, dann haben wir, glaube ich, niemanden mit, den der hinten angreifen kann. Ich sag's nur. Aber wir machen mehr Schaden und wir kriegen mehr Erfahrung. Also ist alles in Ordnung. Gehe ich jetzt mal von außen. Deswegen sind wir auch mehr oder weniger hier. Ich hatte erst überlegt, ohne Licht zu gehen, aber wir nehmen mal Licht mit, weil ich genau weiß, das Spiel macht es uns schwer und wir haben in der letzten Folge schon gesehen, wie schwer genau das dann ohne Licht ist. Wobei man natürlich sagen muss, in den ersten Veteranen-Dungeon reingehen und da dann das Licht ausmachen, ist natürlich schon, hart gekochte Eier zeigen. Aber gut. Ich sag's ja nur. Wow, ist dieser Dungeon leer. Ist da nix drin. Hi. Ultratron kriegt hier direkt dann auf den Keks. Ich will keinen Stress. Mit dir. Wow. Backrem, Alter. Ja, ich erinnere mich. Wir machen dich kaputt. Sehr gut. Wir machen das. Ist das der Stun oder ist das der... Ja, das ist der Stun. Den brauchen wir auch nicht unbedingt. Aber man sieht, die Gruppe hat gut Schaden dabei, zumindest für die ersten drei Stellen. Ich hoffe, wir kriegen vier. Und ja, diese Dinger bekommt man, wenn man ein Antiquar dabei hat, um mehr Geld zu machen. Wir wollen mehr Geld machen. Geld ist im Moment das größte Problem. Gut ausgewichen. Nehmt ein bisschen davon. Wir können auch relativ gut heilen. Wir haben jetzt kein Problem. Na, wir sollten den fertig machen, weil wir wollen keinen Stress in den letzten Kampf mehr reinnehmen. Zumindest so wenig wie möglich. Ich kann auch mit dem nicht ganz hinten angreifen. Wir haben niemanden, der in die letzte Reihe schlagen kann. Ich glaube, das ist ein Problem. Für den Propheten. Ach doch, Vergeltung kann ich auch. Das ist, glaube ich, sogar ein richtig dickes Problem für den Propheten. Das ist gut. Greif Wirmnax an. Wirmnax haut zurück. Wir müssen uns noch nicht heilen. Und wenn jemand heilen sollte, sollte es Backrem machen. Und immer wieder finden wir natürlich Sachen. Außerdem muss man sich dann daran gewöhnen, alle Dinge, wie hier, sollte man dann auch mit dem Antiquar anfassen, wenn das alleine Durchwühlen der Dinge mit einem Antiquar bedeutet, dass man mehr Loot kriegt. Das habe ich gerade zum Beispiel an der eineisernen Jungfrau schon vergessen. Und man sieht hier, man kriegt hier diese seltenen Statuen zum Beispiel, die dann mehr Geld wert sind, die wir, glaube ich, vierfach stapeln können. Zusätzlich natürlich zu allem Geld, was wir normal kriegen. Und jetzt können wir doch langsam anfangen zu heilen. Das mit dem langsam war eher so metaphorisch. Na gut. Vico kriegt Paufs Maul. Au. Töte ihn. Damit ich noch mehr Schaden kriege. Sehr gut. Heil Vico! Für mehr als ein. Dankeschön. Der kann schon mal weg. Von dem mit der Keule sollte man keine Angst haben. Der macht zwar Schaden, klar, aber der macht jetzt nicht
Schaden. Ja, wenn er nicht crittet, ist der eigentlich relativ harmlos. Wir verteidigen mal hier auch die Ehre von Vico und sein Leben. Könnte schon mal ein bisschen zuhauen. Ich finde das cool, dass Wirmlax einigermaßen schnell ist. Ich möchte gerne heilen. Jetzt habe ich den mit dem Hakenwurf getötet. Auch hier nehmen wir erstmal wieder Geld mit, was wir können. Alles andere ist uninteressant. Haben wir überhaupt noch Fackellicht? 5 Licht, das ist nicht viel. Ach komm. Ich will das nicht trinken. Backcreme, gut ausgewichen. Heilen, jetzt. Für 6, wieder für 6, sehr gut. Was ist denn das Maximale, was er heilen kann? 12? Schöner Crit. Ah, es ist wirklich ein Problem, dass wir gar nicht hinten rankommen. Das habe ich gar nicht, das habe ich überhaupt gar nicht gerafft, dass wir wirklich nur in die dritte Reihe kommen, maximal. Schöner Schlag, Vico. Auch mit dem Antiquar kommen wir nicht bis hinten ran. Der Einzige, der bis hinten rankommt, ist Ulratron. Ich will den Scheiß nicht trinken. Trink die Scheiße alleine. Mann! Für 9. 9 ist gut. Wieder der Blutung widerstanden. Ich meine, wir können immer mit dem Haken nach hinten werfen und die Leute nach vorne holen, wenn es denn funktioniert. Aber gleichzeitig... Oh, Messer im Dunkeln. Sehr gut. Boom! Mit dem Schild. Golfclip! Mit 2 Schaden kritisch geheilt. Nice, Alter. Nice. The Page. Was liest sich denn hier raus? Die anderen sind tot. Sie wurden Opfer einer bösartigen Verwandlung. Ihre Schuppen waren verfault und hatten weiches, verletzliches Fleisch freigelegt. Ohne Kiemen ersticken sie langsam. Das Schlimmste waren ihre Augen. Oh. Die Rüstung verleiht dem Helden eine ritterliche Aura. 10 mehr Abwehr. Oh, mehr Abwehr ist natürlich gut. Wir kriegen keinen Scout. Wir wissen also nicht, was vor uns liegt, können also zu jeder Zeit überrascht werden, die Gegner aber auch. Der ist gefährlich. Das kleine Messerchen, ne? Destroyed. Destroyed. 5 Leben, nice. 14 Schaden. Wirmlax hat einen dicken, hat einen schönen dicken Hammer. Gut, Vico. Und Vico hat eine scharfe Axt. Das Team, auf das man sich verlassen kann. Alchemietisch, wir nehmen eine Fackel. Denn damit kann man die Fackel komplett wieder erneuern. Wir hätten jetzt auch Heilkräuter nehmen können. Hätte man eventuell Gold oder Essen gekriegt. Aber besseres Fackellicht ist... Ich will euren Scheiß nicht. Haltet euren Stress bei euch zu Hause. Ist mir völlig egal, aber lasst mich in Ruhe. Okay. Okay, was wirst du denn? Ausfällig. Natürlich wirst du ausfällig. Du kannst ja nicht... Kannst du nicht was Positives werden? Denk an süße Kaninchen. Denk an... Weiß ich nicht. Denk an irgendwas Positives. Hör auf, ihn anzuschreien, weil er es besser kann als du. Heil ihn für 11. Das ist gut. Wow, wir kommen langsam wieder ran mit dem Leben, ne? Wir nehmen einmal das Stun-Ding, holen ihn damit nach vorne, weil das funktioniert komischerweise auch ganz gut. Wir sind also nicht völlig verloren für den Bosskampf. Nur so halb. Ich mag es, wenn du andere Leute anstreist. Ultratron. Ultratron. Ich habe Schwierigkeiten mit deinem Namen, obwohl ich mir selber ausgesucht habe. Sehr gut, Vico. So muss das. Schön schnell, schön präzise. 12 Schaden ins Gesicht. Hier können wir einen Schlüssel nutzen. Hm,
wir können diese Dinger wegschmeißen, denn wir können, man sieht es hier, durch den Antiquar. Jeder Antiquar, den man dabei hat, sorgt dafür, dass man mehr Gold stapeln kann. Frag mich nicht, wie es funktioniert, es ist Wissenschaft offensichtlich. Und jeder Antiquar hat dicke Taschen und ja, man kann halt mehr Loot tragen und mehr Loot ist gut. Wir wollen nicht in die Vitrine gehen. Der einzige Schlüssel, den wir noch haben, möchte ich mir natürlich, wenn es geht, für einen Geheimraum aufsparen. Wenn es denn nun eben geht. Und wir können ja auch noch einmal, wenn wir wollen, campen. Das werden wir auch bald tun müssen. Und wieder fasse ich die Sachen, ich weiß, ihr schreit mich an aus der Community, ich kann euch hören. Fasst die Sache mit Backrem an, aber ich kann nicht. Oh, das ist gut. Stress heilen können wir richtig. Ich will das nicht trinken. Ich habe keinen Durst mehr. Stun den anderen. Stun ihn. Okay. Vico, auf jeden Fall der Held, der am meisten sein Gesicht hinhält heute. Auch wenn sich das reimt, ist die Wahrheit. Der Junge! Slap! Man muss ja nicht immer Schaden machen. So, jetzt muss ich erstmal nicht diese Scheiße trinken, das ist wichtig. Wir haben Nacksache mit einfach null Stress. Total entspannter Typ einfach. Ne? Volltreffer! Danke dafür. Und wieder ohne Blutung. Verteidige mich! Oh Mist. Wieder auf Vico. Hätte ich mir doch gleich denken können. Ach, hau den kaputt, komm. Ist egal. Hat er nicht gut gemacht, merke ich schon. Scheiß auf die Fackeln. Du! Nimm das. Okay, geheilt, auch Stress geheilt, alles ist gut. Natürlich will ich, ihr merkt es selbst gerade, natürlich will ich so spät wie möglich campen, weil das bedeutet, wir haben alle positiven Effekte, falls es denn noch welche gibt, die haben wir natürlich dann auch beim Boss. Und das ist das Wichtige, weil damit, ich glaube, wir haben eh schon Schwierigkeiten, weil ich ein bisschen verkackt habe. Wir gehen runter, lohnt sich nicht. Wir können immer noch später zurückkommen, wenn wir denn denken nach dem Boss, wir kriegen das hin. Wir haben kein Interesse an Büchern. Aber wir haben ein Interesse daran, hier zu campen. Erhöht den Stress aller Leute, das ist natürlich genau das, was wir wollen, aber es verringert auch nächtliche Angriffe. Schaden von jemandem wird um 20% erhöht. Heilkräuter gekriegt, warum sollten wir sie nicht nehmen, wenn wir es sowieso kriegen? Und das war's für diese wunderbare Nacht. Vico hat richtig viel Damage plus für die nächsten Kämpfe. Und das sollten wir jetzt auch ausnutzen. Der ist auch richtig schnell übrigens. Ah, wir machen die Stimme zuerst. Just in case. Weil es wird immer passieren, dass genau sowas passiert, wenn wir jetzt gestunt werden. Oh. Keine Krankheit. Gut ausgewichen, Vico. Den Schaden auf Backrim brauchen wir uns nicht drum kümmern, denn wir haben keine Angst vor dem Anti, vor dem Propheten. Ich weiß, er versteckt sich jetzt hinter seinen Sachen. Ich glaube, die Bank, die werden wir mal eben erledigen. Oh wow, er fängt gleich mit zwei Orten an. What? Er hat 300. Ne, wir müssen das nicht kaputt machen. Wir können machen, dass er wenig Schaden macht.
Hilf mir! Wir müssen diese Bank zerstören. Das ist ekelhaft. Ich wusste nicht, dass du das kannst. Okay, auf Backrim ist kein Problem, beziehungsweise hier auf Wirmnax ist es kein Problem. Natürlich ist es dem Stärksten hier die Bank kaputt hauen, ist natürlich doof, aber dafür rutscht auch der Gegner weiter nach vorne. Wir können uns heilen, wir machen aber was ganz anderes. Wir machen weiterhin, dass der Gegner weniger Schaden macht. Und jetzt können wir anfangen, den Gegner langsam aber sicher zu hauen. Hier natürlich auch mit Vergeltung. Damit wir, falls wir wieder Schaden kriegen, ihn zurückhauen können. Ja, greif Wirmnax an, genau. Er kriegt immer wieder einen. Oh, das ist nichts, was Schaden macht, okay. Er kann mehr Abwehr kriegen, das ist okay. Jetzt können wir auch Damage machen am Gegner. Endlich! Wir machen wieder, dass er noch weniger Schaden macht. Wir wollen nicht, dass er irgendwelchen Damage macht. Gut ausgewichen, Vico. Wir können ihn versuchen zu stunnen, aber er hat eine gute Chance, das zu verhindern. Also hauen wir ihm einfach so einen auf die Rübe. Das sollte kein Problem sein. Wie gesagt, dass du deine Augen da drin hast. Sehr gut. Und wieder kriegt es Wirmnax ab. Das ist perfekt. 32er Crit. So tötet man den Gegner. Volltreffer. Ja, Mann. Okay, es ist einfach nur Geld. Einfach nur Geld ist voll okay. Wir haben hier noch Sachen für den Okkultisten. Wir wissen, es gibt keinen Geheimraum mehr. Wir wissen, es gibt keinen Grund mehr für Bandagen. Und wir gehen raus. Scheiß auf den Rest, der da noch hinten irgendwo rumgeistert. Das war wieder einer der Bosse. Und wir haben diesen wunderbaren, geilen, die Gürtelschnalle des Revolverhelden. Falls wir nochmal hinten stehen müssen mit dem Wegelagerer. Wegelagerer. Wir haben jetzt Level 3. Hasenfuß. Hasenfuß auf zwei Leuten. Und Bestienschlechter auf Backrem. Was auch immer Backrim damit will. Aber das war anders als geplant. Normalerweise nimmt man Leute mit, die neuer Tick Zeuge ersetzt gottesfürchtig. Rosella ist nicht mehr paranoid. Okay. Wo will Ustra hin? Ustra will den Puff. Ja, das ist halt so. Was geben wir dir denn mal mit, damit du nicht so... Wenn du was abgeben musst, Gib den Bardamen um. Gib den Bardamen das. Hol dir bitte keine Krankheit. Danke, David. Queenhab beten. Ultron. Geh dich selber schlagen. Das hilft. So, dann haben wir das schon mal geklärt. Wir haben immer noch. Alter, was ist denn los mit euch? Drei Fernkampfattacken. Ist nicht schlecht. Gruppenheilung. Doppelt Waldabenteurer. Wie viele haben wir denn von denen? Nach Klasse sortieren. Wir haben nur Ingrid Grimm. Wir bräuchten natürlich jemanden, der auch Laverne ersetzt. Das sind natürlich auch Fähigkeiten, die ich gerne habe als... Du kommst mit. Ich glaube, den Rest muss ich mir gar nicht angucken. Du bist auch nicht schlecht. Aber du kommst mit. Und du wirst... Ventris finde ich eigentlich schon einen richtig geilen Namen, wenn ich sage, Du heißt... Was mit V ist schon gut. Wir haben nur Wirmnax mit V. Wir können auch mal was mit H nehmen. Ich glaube, wir haben noch niemanden mit H. Doch Hardorm. Wir haben, glaube ich, keinen mit T. Gut. Tess Laura. Warum? Keine Ahnung, ist mir gerade in den Kopf gekommen. Ihr wisst ja, wie es ist.
Ich hätte gerne viele Dinge. Hätte. Wir wollen den robusten Ring. Eigentlich. Und werden also den 8 Fünder der Brigaden als nächstes machen. Dafür nehmen wir... Da nehmen wir Crevaldo mit. Vielleicht auch Darathon. Mal gucken, wer sich hier besser schlägt von den beiden. Dara, wo bist du hin? Da. Du bist ein Frühaufsteher. Ah, du darfst mal mitkommen. Wir nehmen Pororo mit. Glaube ich auf Position 3, eventuell auch Position 2. Ja. Yep. Wir nehmen Dr. Blood mit. Und Tess Laura. Die einfach alles im Wald kann. Perfekt. Außerdem nimmt Tess Laura die... Oh, okay. Außerdem nimmt Tess Laura die Karte mit und das Buch. Hier ist ja klar, was wir nehmen. Das sollte nicht wirklich schwer sein. Mehr... Prozentchance auf Gifthauch könnten wir machen. Wir machen dich aber noch schneller. Nein, wir machen dich nicht schneller. Und wenn wir dich schneller machen, dann mit dem Umhang. Du darfst besser stunnen können. Außerdem kriegst du einen Ring, dass du die Leute auch triffst. Besser stunnen ist da. Darathon, du nimmst auch so einen Ring, damit du die Leute triffst. Und du nimmst... 25% mehr Schaden durch den Kopf. Ihr geht dahin. In der nächsten Folge macht ihr die Menschen platt und holt mir den Tankring, den wir unbedingt brauchen für entweder alles, was tanken kann. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier im Monat der Helden, hier bei Darkest Dungeon. Ich hoffe, ihr habt noch Spaß dran. Ich brauche Namen, Leute. Wenn ihr noch Namen habt, einfach in die Kommentare damit. Würde mich freuen. Jede Woche nehme ich einen mit, falls es etwas gibt, was uns interessiert. Bis dahin. Ciao.